So Leute, ich bin's wieder, MC Arsche. Und ja, ich habe hier kurz mal was verändert. Hier nur eine Truhe gemacht und hier unseren Dings drauf und Eisen hatte ich da drin, damit der das hier oben schön auffüllt. Und hier hinten habe ich jetzt das einen weiter nach hinten versetzt, damit ich da Redstone hinmachen kann, denn irgendwie, wenn das hier hinten dran war, hat das mal gebackt, dass dieser Block gar nicht da war. Ja. Das habe ich jetzt einfach so umgangen. Dann wollte ich diese Episode ein bisschen Eisen verarbeiten, das mache ich ja jetzt schon. Gucken, ob ich noch irgendwo, aber ich denke nicht, dass ich noch irgendwo Eisen habe. Und dann wollte ich mal gucken, hier wegen diesem Zauber, ob ich da nicht was zusammenkriegen kann. Und zwar brauche ich da, wollte ich da so ein, nochmal hier kurz, eine Mana-Batterie, die werden wir brauchen. Und wo ist mein Arcane Compendium? Tada, tada. Und wenn wir dann genug Eisen haben, fangen wir auch schon an mit unserer automatischen Anführungszeichen Verarbeitung. Wo ist das Arcane Compendium? Bin ich jetzt ganz? Da ist es doch. Und ich brauche ein Struktur. Und zwar ein Light Nexus. Der hat folgenden Vorteil. Er produziert Magie, sagen wir es mal so. Wir könnten Diamantblöcke nehmen, werden wir aber nicht. Mondstein haben wir auch nicht. Glas haben wir, ne. Gold. 4 Goldblöcke. Gold. Kriegen wir da 4 Stück raus? Ne. Ja. War klar. War doch klar, dass mir da ein bisschen Gold fehlt. Und Gold habe ich auch so nicht mehr, oder? Ne. Kupfer, was machst du hier? Nee. Halt. Du bist nicht die Ressourcenkiste. Ja, ja, hier Sortierung kommt auch demnächst, sobald unsere automatische Verarbeitung oder automatische Verarbeitung in Anführungszeichen, also ganz automatisch wird es eventuell noch ein bisschen dauern, dann müssen wir halt Glas nehmen, was anderes habe ich nicht. Gold habe ich leider nicht genug. Brauche ich 4 Quarzblöcke. Ah, wie viel habe ich da eigentlich mitgenommen? Wir haben. Habe ich das nicht hier reingeschmissen? Oder habe ich gar keins abgebaut? Doch, aber nicht viel. Okay, das heißt, wir müssen noch mal in die Hölle. Du machst da sicher schön weiter, dank unserem. Das werde ich mal rausnehmen. Zumindest vorerst. Du machst ja weiter, dank unserem 9,68 Stunden. Alt, pennen gehen, es ist Nacht. Und ja. Das mit dem Video hatte ich ja, glaube ich, schon erklärt. Ich bin zurzeit etwas auf Abwägen, das müsst ihr mir einfach glauben. Und jetzt kam noch dazu, dass ich an KSP nicht mehr groß weiterarbeiten konnte. Denn ich war den ganzen Freitag über weg. Und den ganzen Samstag, außer jetzt haben wir es gerade 21.30 Uhr. Also hoffe ich, dass ich das Video noch hochkriege. Zumindest eins. Ich werde heute auch nicht so viel aufnehmen, denn, naja. Ich brauche noch ein bisschen Ruhe. Gut, dann werde ich hier irgendwo. Na, ich nehme das jetzt einfach da, was such. Ich wollte eigentlich Gras holen. Ich wollte Gras holen, genau. Was war das? Egal was es war, gut sah es nicht aus. Zumindest für uns nicht gut. Fällt doch, nee, hier fällt mal ein Stufenkopf. So, 11, das 11, das reicht nicht. Da war meine Stimme auf einmal weg. Gut, dann hier noch ein paar. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich sowas rausschneiden soll. Ich hatte ich ja schon mal gefragt, aber irgendwie hat mir da keiner drauf geantwortet. Also wenn ich Ressourcen sammle, rausschneiden drin lassen.
teilweise nur zeigen. Also wenn ich es rausschneiden sollte, würde ich eh, wenn ich irgendwas Besonderes finde, würde ich da eh das Ganze aufnehmen, wenn ich wirklich was Besonderes finde. Ansonsten, kleinen Moment, ich muss mal kurz die Tür zumachen. Ich kann weiter quatschen, ich habe ein Funkheadset, wie alle... Nein, jetzt hätte ich fast Kabel abgerissen, zum Aufladen. Nicht wundern, Funkheadset und Kabel. Aber zum Aufladen. So, Tür zu. Die ist irgendwie offen geblieben. Gut, Kabel wieder ran und weiter geht's auch schon. Ihr habt gar nichts mitbekommen, weil es jetzt weitergeht. Gut, dann gehe ich jetzt da hinten hin und baue hier noch mehr. Toll. War gar nicht so viel. Ja, die mit der RC, die Bene hatte ich ja schon erklärt. Oh, da oben ist schön. Aber leider kein Projectile, dass ich den hätte schießen können. Da gehe ich nicht drauf. Schießen, schießen. Ich habe leider nicht genug, um mich da hoch zu bauen. Zumindest noch nicht. Gibt auch schöne Erfahrungspunkte. Also hier jetzt für den Zauber die Erfahrungspunkte für Ars Magica. Gucken. Also wie gesagt, heute werde ich noch 2 Videos produzieren. Hilfe. So. 2 Videos produzieren, eins für heute, eins für morgen und dann werde ich morgen den Rest, also am Sonntag aufnehmen. Wie gesagt, KSP bin ich immer noch dabei zu testen. Ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Also jeder, der das mal ausprobiert hat oder ausprobieren wird, der wird mir da vollkommen zustimmen, es sei denn, er ist so glücklich und ist nicht so dumm wie ich und kriegt es gleich beim ersten Mal hin. Dann schön für ihn, Pech für mich. Was ist das? Glaube ich, eine Not oder irgendwas muss da sein. Gibt's ja in der Hölle, glaube ich, auch. Ja, und ich dachte gerade, ich habe hier Sandstone gesehen. Aber war doch nur eine Eingebung oder eine Halluzination. Kann ich auch ordentlich sagen, eine Halluzination. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich da immer... Oh, jetzt habe ich gerade mein Essen weggehauen. Lass das in Ruhe. Halt, jetzt muss, kann ich mehrere Sachen gleichzeitig. Und dann bauen wir hier noch mehr ab. Wie gesagt, ich wiederhole mich. Aber ich sage fast jedes Mal, wie gesagt. Und ich weiß ganz genau, dass ich es schon mal gesagt habe. Das ist auch irgendwie dämlich. Egal. Ah, schon wieder mein Egal. Das ist auch schrecklich. Ich habe eben von unseren Freunden gehört. Das sind Magma-Slimes, oder? Die brauche ich. Für unseren... Blast Furnace? Obwohl, kann ich eigentlich auch herstellen. Das Blaze Powder und... Ja, ich stell's her. Kann man herstellen aus... Ich hoffe doch. Ne, erstmal gehen wir hier auf was anderes. So, wir sollten jetzt den kompletten Stack haben. Auch wenn ich jetzt wüsste, welches da oben ist. Ah, ich bin gut. Wenn ich hätte ich ja nochmal im Video nachgucken können. So, dann... Schöne Musik. Ab hier rein, unser schöner Teusle. Gut, ist kein Haus, aber wird auch nie eins werden. Da hat er ja schon... Ich hatte doch vorhin auch 23. Nee, da hatte ich sogar mehr. Gut, also das geht schon relativ zügig. Hühner... Was sagt ihr? Ist da ein Huhn drin? Oh, habt ihr gehört? Ah. Hat sogar funktioniert. Apropos, habe ich angehabt. Gut. Also das hat funktioniert. Die werden dann groß und sterben. Also hier. Massenproduktion. Das sind kleine Hühner, glaube ich, die da rauskicken. So, das reicht erstmal.
Das reicht erstmal. Dann Blöcke herstellen. Halt, ich brauche noch so ein irgend so ein Ding, was ich in der Mitte klatschen kann. Jetzt müsste ich natürlich wissen, was das ist. Es ist blöd, wenn man sich damit nicht so beschäftigt. Ist hier falsch Multipart? Habe ich da gar nicht installiert gehabt. So, das ist doch halt... Ja, ab hier ist Ars Magica. Nee, ich glaube, damit hat es jetzt was zu tun mit dieser Kreide hier. Obwohl. Ich glaube, so viel gibt's gar nicht. Ich glaube, nichts probieren geht über studieren. So. Halt, Rezept. Wozu hole ich da eine Feder? Den hole ich mir nochmal für den Nexus, den ich da baue. Also, ich brauche Clay. Habe ich noch einen? Ich brauche bloß noch einen. Ein Flint. Das ist ein Feuerstein. Diese komische... Warte mal, das ist Arcane Ash, Arcane Verbindung. Oh, kann ich auch noch herstellen. Kriege ich das? Ach, da, gut. Knochenmehl habe ich auch. Habe ich alles, glaube ich, bis auf Papier. Ich habe irgendwie kein Papier, oder? Wo ist mein Redstone? Da. Dann werde ich mir... Ich hoffe, dass ich das Richtige herstelle. Was habe ich davon nicht? Smoothstone. Ich habe da erst einen Stack durchgehauen. Ach, da ist er doch. Hätte mich auch gewundert. 5. Ich glaube, einer reicht erstmal. Kriege ich ja eh 2 raus. Benutze ich den Ofen hier? Ach komm. Den kann auch mal warten. Gut, dann abstellen. 265. Mit Output Speed von 64. Und welche Seite war das denn? Orange. Also von gelb auf orange. So, zack durch. Schon kann ich das wieder auf 512 packen. Und das auf 64? Ne, 128. Gut, dann habe ich das jetzt auch. Dann muss ich das wieder umstellen. Was war oben? Blau. Klar, hätte ich mir merken müssen. Ach, von gelb auf blau, genau. Na. Gut, das reicht. Dann können wir uns... Papier wollte ich. Also wundert euch nicht. Ich hoffe, dass ich dran denke, hier rechtzeitig Feierabend zu machen mit dieser Folge. Damit ich die wenigstens noch schnell rausbringen kann. Wenn die zu morgen ein bisschen später ist, da habe ich ja jetzt noch einen Zeitpuffer bis zum nächsten Tag. Aber allzu lang werde ich heute auch nicht mehr machen. Deswegen wird alles dann morgen aufgenommen. Ich hab davon wirklich nichts mehr. Das ist ja schrecklich. Ah, es wird Nacht, oder? Meine Lieblingszeit. Also in echt würde es zustimmen. Ich bin
Wenn ich jetzt nachtaktiv sage, dann denken einige wieder ans Falsche. Aber es stimmt. Ich bin in der Nacht. Klingt auch falsch, wenn ich sage, mehr zu gebrauchen als jeder anderen Zeit. Ach, ich sag einfach am besten Janusz. Kann ich auch nicht falsch sagen. Falsch. Lass mich in Ruhe. Also jetzt nicht die Falz, sondern hier das Skelett. Dem zeige ich mal, was abgeht. Nämlich nix. Pennen gehen, der verrecken. Und egal, wo ich jetzt war, keine Ahnung. Ich höre mir selbst nicht zu. Sollte man aber eigentlich immer machen, sobald man ein Let's Play macht oder irgendwas anderes. Ich möchte gern wieder raus. Nee, dich brauche ich auch nicht. Ich will jetzt hier diesen Bambus oder Zuckerrohr oder wie auch immer das heißt. Hat verschiedene Namen. Da hinten sehe ich es doch schon. Das ist ja schön. Jetzt werde ich gleich ein bisschen davon anpflanzen. Oh, Hexenhaus. Wie sieht denn das aus? Hat es schon gefackelt oder wie? Was ist da nur ein Chunkload-Fehler? Da oben ist eine Note, oder? Ah, habe ich mich erschreckt. Dieses blöde Vieh. Soll mich mal ganz. Ja, komm mir doch am besten noch hinterher. Warum Wasser bringt er nicht? Hör auf mit mir zu quatschen, rette mich lieber. Die ist weg. Aber ich auch, so gut wie. Sobald ich in der Buh macht, kippe ich um. Dieses Shit-Ding. Gehe ich halt einen anderen Weg. Ja, so klug. So, dann nehme ich. Ich nehme jetzt ein paar mit und baue eine Farm draus. Dann haben wir das auch. Zu diesen Dingern gibt es zu sagen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die wachsen am besten oder am schnellsten auf Sand. Warum auch immer. Zumindest war es mal so, als ich es mal getestet habe. Da sind die wirklich auf Sand schneller gewachsen als auf Gras oder auf Erde. So, dann habe ich. Oh, hier sind haufenweise. Vorne stehen ja auch noch welche. Ein paar lasse ich stehen. Auch wenn ich mir eine Farm baue, trotzdem, falls ich, wie sich meine Farm aus irgendeinem Grund mal versemmel oder so, oder dann ein Strauß kommt, dann habe ich wenigstens noch immer ein Rückgrat sozusagen, wo ich drauf zurückgreifen kann. So, zack, zack, zack. So, das soll jetzt erstmal reichen. Ja, Quark. Erst Portal. Blau. Und dann gucken wir mal, wo wir hier eine Farm bauen können. Chicken. Ganz automatisch gegrillt. Dann brauche ich jetzt Tortellini. Nicht zu verwechseln mit Tortellini. Das eine kann man essen, das andere tut weh. Und wenn ich da abbaue, ist es doch blöd. Schön. Dann gräbst du einfach hier. Und du gräbst 1, 2, 3, 5, 6, 7. Grab mal 7 breit. TBM. 7 plus 5 plus 8. Oh. Die 8 hat er genommen. Ich hoffe's. Von der Schreibweise war es eigentlich nicht so korrekt. Aber 0 hätte er dann schon was gesagt. Ich gebe es einfach nochmal ein.
208. Ach, gut. Okay, dann hatte ich doch richtig eingegeben. Nein, du sollst das eigentlich auf Platz 1 haben. Ist, wie gesagt, alles noch nicht so perfekt, wie ich es gern hätte. Dann brauche ich jetzt irgendwelche Look. Ich guck mal nur unter Block. Block RAM. Hört sich nicht so gut an. Nein. Nee, wenn ich da jedes Mal so ein Ding brauche, nee. Ich will auch nichts schießen an Blöcken. Ich suche eigentlich sowas wie, ich weiß nicht, wer es kennt, Red Power kennt eigentlich, sollte eigentlich jeder kennen, der mit Minecraft mal gezockt hat. Und nicht nur Vanilla. Der sollte eigentlich wissen, dass da diese Blockbreaker existieren. Den Mod gibt es ja noch, er wird bloß nicht mehr weiterentwickelt. Deswegen kann ich sagen, existieren. Und sowas suche ich jetzt hier halt. Ein Schornstein, nein, danke. Okay, was kostet der? Ja gut, könnte man unterbauen. Der raucht, glaube ich, bloß. Schöne Deko-Element, aber... nee. Ich brauche irgendwas Ähnliches. Ich könnte es mit Pisten machen, ja, dann müsste ich aber von der Zeit her oder irgendwie sowas haben. Oh. Nee, der frisst irgendwas anderes. Blockzertrümmerer. Nee, das klingt nach was anderem. Hatte der, ich möchte sagen, der hatte irgend sowas, womit er abbauen konnte. Mobzähler, Blockplatzierer, Fruchtsammler, Braustand. Also er hat einen Blockplatzierer, hat er einen Blockabbauer oder wie sich das denn auch immer heißt. Blockzertrümmerer. Was macht er? Blockzertrümmerer, naja, ich weiß. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Mod. Und das ist Minecraft Factory Reloaded. So, nur diesen Mod auswählen. Und dann mal gucken. Pflanzer, Fischer, Ernte, Rancher. Blockentferner, da haben wir noch. Schmiedehammer. Plastik. Plaste und Plastik ist nicht das gleiche. Ist nur eins richtig. Welches? Guckt nach. So, Schmiedehammer haben wir. Ich brauche jetzt den, nicht Amboss. Ach, wo ist er denn hier? Boah, Gold. Zum Glück. Ach, haben wir da noch gar nicht verbaut. Stimmt, konnten wir nicht verbauen. Stimmt, das kommt uns hier mal zu Hilfe. Ich hoffe, wir... Na gut, ich denke mal nicht, dass wir da dann zu viel kriegen sollten. So, dann noch ein bisschen. Gut, eigentlich bräuchte ich sogar mehr. 4. 1, 2, 3, 4. Eigentlich wollte ich davon 8 haben, aber irgendwie... Denke ich mal, wird es nicht. Gut, jetzt habe ich sogar zu viele gecraftet. Ich baue erstmal eine Ladung und gucke, wie sich das so macht. Maschinenblock. Gut, davon ein paar hergestellt. Ich habe kein Plaste mehr. Doch, wenn ich das wieder schmelze. Ah, das ist jetzt dämlich. Ich hatte hier noch was. Gottchen. Huch. Hatte mal einen Raum drin gestanzt. Gut, dann werde ich jetzt...
Nein, ich baue das nicht draußen an. Du kommst mit? Na gut, beim vollen Inventar kann ich lange warten. So, schön auf höchsten Casting Mode, damit ich auch schön Superstar werde. Finde. Und dann eins, zwei, drei, vier. Ich mach 19, 11, 12. Ich sage einfach, er soll 10 graben. So, dann passt das. Moment. Nee. Zieh mal kurz weg. Tu da kurz rein. Na, ich will so viel jetzt auf einmal bauen. Das ist ein bisschen blöde. Ach ja, ich baue das eine, um das andere zu bauen. Genau, so ist es. Essen bleibt cool. Oder nee, bleibt warm. Cool ist nicht so günstig. Ich hoffe, dass ich die nicht immer bauen muss. Dass der so eine... Oh, jetzt kriege ich noch einen Schluck auf. Wie schön. Heute ist echt nicht mein Tag. 100... 256... 64. Und... der Orange. Ach ja, muss noch mal durch. Zack. Item Route. Apropos Zeit. Komme ich bei Item auf Zeit? Egal. Gut, ich habe noch ein paar Minuten. Ja, warum der die stehen lässt? Keine Ahnung. Irgendein Schreibfehler. Da baut er schön effizient ab. Baut er die Reihe auch noch so effizient ab. Irgendwo muss da ein Fehler sein, aber ich suche jetzt hier nicht einen Fehler. Ich muss das Programm eh noch mal ein bisschen bearbeiten. Wieso nehme ich das raus? Ich brauche das jetzt nicht. Mein Ofen. Halt an. Jetzt gehen wir gelb, blau. 512, 128, 125, genau. 28. Aus 4 Stück kriege ich 4, na was ein Wunder. So, hoffentlich. Ich hab da alles. Schmiededing habe ich. Schaufel habe ich. Der Spitzhacker habe ich. Der Plaster habe ich. Der Maschinenblock habe ich. Ach, der Hammer verbraucht sich auch. Na, dann wird das Ganze noch ein... noch ein schwierigeres Unterfangen. Ich werde es mal kurz demonstrieren.
registrieren. Sollte jeder kennen, hat kein Interface. Also die sind abgehauen. Wenn ich hier jetzt rechts drauf klicke, müsst ihr mir glauben, es passiert nichts. Platziere ich jetzt. Ich brauche mal kurz einen Hebel. Zeit, ich weiß, dass du müsst. Ich werde es aber nur kurz erklären. Zum Beispiel mit Smooth Stein sieht man es schön. Redstone. Passiert nichts. Warum passiert nichts? Weil keine Truhe hinten drin ist. Moment, haben wir gleich. Warum geht das jetzt nicht? Block entfernen. Aber gecraftet habe ich ihn. Warum funktioniert er nicht? Ist ja nicht, der funktioniert nur mit Holz. Werden wir gleich sehen. Also ein Interface hat er auf jeden Fall nicht gehabt. Also nehme ich an, dass er auch keine Energie braucht. So, und du kommst jetzt mal kurz. Hör mal auf, hier also rumzuwackeln. Genau, geh mal darauf. Da vorne ist da eindeutig das Ding dafür. Also ist der anscheinend nicht wie so ein Blockbreaker. Ich baue sogar andersrum, also nicht das Problem. Jetzt egal. Ich muss jetzt leider Schluss machen für diese Folge. Hier werden wir unsere Bäume. Jetzt habe ich Gold, okay. Verschwendung. Egal, dann kommt hier jetzt nicht die Farm hin, sondern das andere, aber das werden wir jetzt im nächsten Part machen. Also sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.